Hallo und herzlich willkommen zurück zu KISS Herrenberg Sporthausaufgabe. Heute mit dem dritten Teil der Koordinationsleiter. Die Grundübungen hierfür und wie ihr die Leiter basteln könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das heutige Thema ist die Rhythmisierungsfähigkeit. Dabei geht es darum, eure Körperbewegungen an einen vorgegebenen Rhythmus anzupassen. Deshalb werden auch die Aufgaben von Mal zu Mal heute schwieriger. Wie es aussehen soll, seht ihr jetzt. Als erste Übung hüpft ihr einfach ganz normal beidbeinig durch die Koordinationsleiter. Als nächstes ändern wir das Ganze so ab, dass ihr bei jedem zweiten Sprung mit den Füßen nach außen springt. Das Ganze machen wir jetzt nochmal, allerdings kommt noch ein Klatschen dazu, wenn ihr mit den Füßen nach außen springt. Bei der vierten Übung bleibt erstmal alles wie davor, nur dass, wenn ihr mit den Füßen nach innen springt, ihr auf einem Bein landet. Bei der letzten Übung wird es jetzt nochmal ganz kompliziert. Einerseits wechselt ihr immer den Fuß, wenn ihr mit einem Bein landet. Andererseits klatscht ihr immer vorne und hinten im Wechsel. Wenn nicht alles direkt auf Anhieb funktioniert, macht es gar nichts. Einfach üben, üben, üben. Von Zeit zu Zeit wird es dann immer besser. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!